So, hallo, ich bin vom Friseur wieder da. Die haben es tatsächlich ziemlich gut hinbekommen, meine gefailte Frisur wieder hinzubiegen. Und wir machen weiter bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir einen ziemlich interessanten One gestartet, der mir sehr unheimlich ist. Der mir wirklich sehr unheimlich ist, weil er gibt mir so viel gute Sachen gleich am Anfang. Das kriege ich nie, also selten. Das kriege ich halt selten, sagen wir es so. Ne? Natürlich gibt es auch andere geile Items, die man zu Beginn kriegen kann. Aber in Kombination, wir haben am Anfang den Holy Mantle bekommen. Dann kam im Curse Room, den wir ja gratis besuchen können, kam im Curse Room die Black Candle dazu. Das heißt, es gibt keine Flüche mehr. So, es sind so krasse Sachen. Dann kam ein Damage Up dazu. Alles ziemlich cooles Zeug. Und wir haben ganz viele Münzen und wir haben die goldene Karte vom Shop. Also diesmal sollten wir im Shop auf jeden Fall was kaufen können. So. Außerdem kann ich auf Stacheln laufen, weil ich das Trinket habe dafür. Oh, wie ist denn das jetzt hier gedacht? Können die, ich weiß nicht, können die Viecher angegriffen werden von den Stacheln? Ich will es lieber nicht testen. Ah, warte, ich bin ja stachelfrei. Ich bin ja stachel. Ach ja, und wir haben Regeneration. Also, ziemlich. Oh, die gehen gar nicht kaputt, okay. Ja, die können nicht angegriffen werden, gut zu wissen. Einen Treffer hätte ich sowieso kassieren können, ne? Das ist klar, aber. Man muss es ja nicht herausfordern. Kann der Typ mal verschwinden mit seinem scheiß Feuer? So, hier können. Nee, stopp! Hier können wir noch nicht rein. Ich wollte gerade reinlaufen. Aber ich habe ja gerade den Treffer kassiert. Jetzt müsste ich rein dürfen. Genau. Sehr schön. Das sammeln wir so ein. So. Echt? Schlecht, weg mit dir, bleib weg von mir. Gut. Haben wir Bild? Hab ich alles richtig angestartet wieder? Ja. Gut, es ist halt trotzdem, so schön der One ist, es gab einige Räume, die mich direkt wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht haben. Es mussten nur, es haben drei Feuerspinnen gereicht. Es haben drei Feuerspinnen gereicht und es war schon wieder alles Kacke. Das ist echt kritisch. Also das geht so teilweise ganz schnell. Gut, hier können wir jetzt erstmal nichts weiter tun. Dann gehen wir hier wieder. Die Steine sehen jetzt auch nicht nach irgendwelchen besonderen Steinen aus. So. Ich kann darüber laufen. Problem ist nur, ich werde dieses Ding da nicht los. Und ich bin super langsam. Ich werde es nicht schaffen, ohne den Treffer darüber zu kommen. Probier mal was. Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. War ein Versuch, aber interessant, dass das so geklappt hat. Hätte ich. Oh, Scheiße! Ja, das ist jetzt wieder so ein Raum, ne? Der hat jetzt einfach wieder alle kaputt gemacht, alle Viecher. Aber wie soll man das verhindern? Also. Das ist aus meiner Sicht nicht zu verhindern, dass solche Räume halt mit die Viecher reduzieren. Im Moment kann ich mit dem Messer angreifen, das ist ganz okay. Im Moment kann ich mit dem Messer angreifen, das ist eigentlich wirklich ganz okay. Okay.
Und unser Einzelschuss ist auch recht stark. Aber es ist natürlich noch Luft nach oben. Gar keine Frage. Wir warten hier mal noch. Ich würde den Typ natürlich gerne nutzen, aber wir gucken erstmal, wie wir herzenstechnisch hier nachher noch liegen. Und vor allem muss ich das irgendwie so sprengen, dass ich den nicht mitsprenge. Und das wird schon nicht funktionieren. Egal, wo ich die Bombe setze. Ich hab große Bomben. Das heißt, der wird in die Luft fliegen. Ja, das ist kacke. Vielleicht von hier. So müsste ich den Stein erwischen, aber den Typen nicht. Direkt auf dem Feuer. Das könnten wir mal probieren nachher. Nein. Nein. Oh, relax. Gib mir Herzen, gib mir Herzen, gib mir Herzen, dann kann ich Viecher erstellen. Danke. Zumindest mal eins. Ich will ja nicht möglichst... Ne? Okay, da ist mein Item. Oh, ich wäre nicht hochgekommen und ich wäre nirgends hingekommen. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gerafft. Ah, schade. Oh, das ist ein Speed-Up. Das ist ein Speed-Up. Wir brauchen dringend Speed-Up. Ich würde es nicht bevorzugen, weil es ansonsten jetzt nicht den geilsten Effekt hat, aber... Aber es ist ein Speed-Up. Und zwar plus 0,25. Wir sind beim Speed sind wir bei... Ja, wir sind bei 0,48 Speed. Ich brauche dringend Speed-Up. Es ist kein starkes Speed-Up. Es ist noch nicht... Na, wir sind noch nicht jetzt super schnell, aber wir sind schneller. Und das ist wieder so ein Raum, wo ich immer nicht weiß, wie ist das... Da gibt es keine Möglichkeit, den Raum zu machen, wenn man nicht Dings hat, ne? Wenn man nicht fliegen kann oder so, gibt es keine Möglichkeit, hier irgendwas zu holen. Hm. Shit! Ah! Der hat mir böse reduziert. Vor allem auch meine Engelchance. Nein! Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, ich will keinen Kampf, ich will doch die Tür, aber die Tür kommt trotzdem. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht, dass die Tür auch kommt. Das heißt, selbst der Kampf ist nicht das Schlimmste, weil die Tür habe ich ja bekommen. Geil! Oder kommt dann unten nochmal ein Kampf? Nee, ich denke mal nicht. Das wäre natürlich blöd. Komm, schönes Item jetzt. Auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, was ist das da? Ist das dieses Portal-Dings? Ja, ne? Das Portal, was mich direkt zum Boss bringen kann. Das ist dieses Portal-Item. Genau, 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 genau. Das ist dieses Portal-Item. Ich weiß jetzt halt nicht, wir haben halt nicht mehr so viele Ebenen vor uns. Und ich laufe eh alles ab. Andererseits will ich alles ablaufen. Gerade bei Dings, ne? Gerade dann später unten in Korps ist halt die Frage, ob ich alles ablaufen will. Dann ist vielleicht ein Portal zum Boss gar nicht so dumm. Wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit, scheiß drauf. So. Nein, direkt getroffen. Nein, oh, ich bin einfach zu langsam. Das
Seht ihr das, wie ich zu langsam bin? Oh, das ist so ein Murks. The Fool. Eine bekannte Pille. Okay. Gehen wir erstmal hier raus. Indem ich, wie ich schon vielleicht festgestellt habe, zu lang. Okay. Gehen wir auch mal schnell raus. Können wir uns das gleich holen. Hermit, okay. Ich habe komplett vergessen, dass ich über Steine laufen kann und alles. Wieso habe ich die jetzt... Hey, nee, kann ich nicht. Habe ich nicht das eine Item mitgenommen, mit dem ich über Steine laufe? Oh, habe ich gar nicht. Habe ich irgendwas komplett verwechselt? Ah, ich verstehe, wie das hier funktioniert, glaube ich. Nee, ist aber auch egal, weil wir ja eh Dings haben. The World. Not bad. Mir ist nur mal überlegen, ob ich Soul of Samson einfach mal beim Boss einsetzen soll, vielleicht. Nee, stimmt, ich kann nichts kaputt laufen. Hä, ich bin verwirrt. Okay, wo könnte eigentlich der Geheimraum? Ah, doch, ich glaube, ich weiß, wo der Geheimraum ist. Nee, nee, wo, oder? Ah, wait! Nee, 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 okay, kann da nicht sein. Hä, aber dann gibt's hier kein... Okay, ich meine, die Map geht noch weiter rüber, aber geht die noch so weit rüber, dass da noch eine Geheimraummöglichkeit auftaucht? Mach dich mal weg, da komisches Feuer. Vielen Dank. Tatsächlich. Damit hätte ich ja jetzt echt nicht gerechnet, ne? Freunde, wir wollen es hier mal nicht übertreiben. Hat ein komischer Raum. Ach so, und so hätte man den eigentlich machen müssen. Ah, so wäre der gedacht gewesen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, aber dann haben wir jetzt... Ja. Muss hier sein. Sehr gut. Ach ja, und wir haben auch den Wafer gefunden im Engelraum. Also wir haben auch für Korps eine gute Strategie. Ohne zu viel Schaden zu nehmen. Da haben wir nochmal eine coole Tür. Gut, dass wir hier lang sind. Gut, dass wir hier lang sind. Unbekannte Pille ist riskant, aber... Wie mein... LOL! Okay, das war ein gutes Galb. Das war mal ein super gutes Galb. Oh ja! Jetzt bin ich konstant... Kann ich jetzt über Stacheln laufen und kann noch ein Trinket mitnehmen. Nämlich die Cartridge
Jetzt kann ich die Cartridge mitnehmen. Okay, das ist gut. Okay, dann nehme ich lieber das mit. Dann nehme ich lieber das mit. Okay, wie ist das mit dem Herzen hier? An das Herz kommen wir nicht ran, ne? Ne, an das Herz kommen wir absolut nicht ran. Keine Chance. Also die Herzen hier kann ich knicken. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 halbe Herzen. Müssten aber 3 Bomben opfern, um ranzukommen. 4 Bomben. Entschuldigung. Das ist mir zu viel noch für, um das zu versuchen. Was bist du denn? Ah, den habe ich schon mal gesehen. Hm. Oh, mein Dings ist nicht aufgeladen. Ich wollte Samson mitnehmen. Ups, wo ist Samson? Ich wollte eigentlich Samson mitnehmen. Das war jetzt blöd. Aua, was zur Hölle? Ich muss ein paar Viecher erstellen. Ich hoffe nur, die gehen nicht gleich wieder kaputt. Oha, du machst interessante Sachen, mein Freund. Aua. Okay. Jetzt hat er 3 davon schon erstellt. Gehen die auch kaputt? Kann ich die anschießen? Nee. Okay, wie viel willst du noch machen? Ah, der macht die selber kaputt. Oh, wir haben ihn. Uiuiuiui. Das war ein unangenehmer Boss. Das war ein sehr unangenehmer Boss. Okay. Ich wollte eigentlich Samson einsetzen. Naja. Das habe ich. Boah! Mein Herz. Okay, münzentechnisch ist es cool, weil wegen nächstem Shop und so, ne? Habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Ich muss nochmal ganz kurz in den Shop laufen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier was vergessen. Ach, da war noch eine Karte. Nee, okay. Ist in Ordnung. Ah, wir haben aber noch was vergessen. Und wir haben... Okay, 1, 2... Ah, direkt gefunden. Geil. Dauert jetzt ein bisschen. Aber sehr wichtiger Raum. Jeder Raum ist wichtig, wo wir den Quatsch aufladen können. Okay, ist schön. Schön, 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 schön. So, dann bekommen wir als nächstes die Portale. Ja, ich denke, wir gehen. Ich hoffe, ich habe ja alles mitgenommen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht komplett durcheinander geraten. Und wir gehen weiter. So, wir bekommen Portale. Gelbes Portal müsste zum Itemraum führen. Blaues Portal zum Geheimraum. Stabiler Geheimraum. Okay.
So. Die Münzen lasse ich erstmal noch hier drin, weil wir werden sehen, ob wir sie brauchen oder ob wir sie nicht brauchen. Ich gucke ganz kurz dieses Trinket nach, was das macht. Dieses Trinket. Chests have 50-50 chance to either pay you out with extra consume oder nothing an enemy. Ah, nee, nee. Nee, 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 Freunde. Poker spielen wir nicht. Okay. Okay. Aber wir haben gesehen, wie schnell gewisse Räume in dieser Ebene die Viecher reduzieren können. Ne? Das geht richtig, richtig schnell. Aber ich bin auf die Viecher angewiesen. Das ist das Ding. Ich bin auf die Viecher angewiesen. Ich brauche die. Meine schwache Tiersrate. Okay. Meine schwache Tiersrate muss ich ausgleichen, indem ich die Viecher habe. Echt, schwache Tiersrate, Quatsch, aber allgemein meinen einzelnen Schuss halt. Ihr wisst, was ich sagen will. So. Geh weg. Gut. Gut. So muss das. Ganz kritisch. Ah, jetzt hat es ein paar Viecher gesprengt, aber hier ist der Shop. Okay, ist alles cool. Ich überlege nur, womit wir anfangen. Weil wir nicht alles uns auf einmal kaufen können. Ich würde mit dem Tiersub anfangen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal das Tiersub. Das ist ganz wichtig. Das ist super wichtig. Dann würde ich erstmal das Ding nehmen. Weil das haben wir auch gesehen, das kann coole Effekte machen. Das habe ich ja letztens falsch verstanden, dieses Ding, dass das coole Sachen kann. Das habe ich mittlerweile gelernt. Und dann gucken wir mal, was noch so möglich ist. Ach, ich brauche ja nur 15 Münzen, ne? Dann kann ich jetzt zum Beispiel in den Geheimraum zurückkehren. Und einmal hier. Reinwerchen. Wo gibt es mehr Münzen? Es ist egal. Es ist völlig egal. So, dann jetzt allerdings kurz das Trinket hier holen. Für den Fall, dass wir blaue Herzen draus machen, machen wir aber gerade nicht. Okay. Dum-dum-dum. So, dann können wir jetzt einmal das noch mitnehmen. Ach, das war ein Trinket. Bin ich dumm? Ich dachte, das ist ein. Ich habe das verwechselt. Ich dachte, das ist ein. Ich glaube, ich habe das gerade verwechselt. Was ist denn das? Ach, Tears have a chance to slow enemies. Ach so, das war das. Ja, nee, okay, das machen wir auch. Jetzt, wenn ich es gekauft habe, ich wollte. Okay, da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Da habe ich mich jetzt ein bisschen vertan. Ja, Glück gehabt. So, wir haben noch keinen Item und wir haben noch keinen Curse Room. Wir dürfen noch nicht zum Boss reinlaufen, weil aus dem Boss kommen wir nicht mehr raus. Ganz wichtig.
dass wir da noch nicht reinlaufen dürfen jetzt. Was ist denn jetzt kaputt hier? Holy shit, was war das denn? Das war nicht gesund. Schade. Nach oben ist unmöglich. Hier gäbe es aber eine Möglichkeit. Sehr gut. Sehr gut. Können wir uns holen, falls nötig. Oh nee, ich mag den Raum. Okay, das machen wir mit dem Messer. Das klären wir mit dem Messer. Stabil, würde ich das mal bezeichnen. Allerdings hätte ich jetzt natürlich trotzdem Interesse daran, die ganzen Totenköpfe in die Luft zu jagen. Genau wegen sowas. Und weil wir ja große Bomben haben, reißen wir die auch alle mit. Ja, sehr geil. Sehr, sehr schön. Oh, Devil. Okay, Devil nehmen wir mit. Okay, dann können wir jetzt irgendwo noch eine rote Tür auslösen. Ah, nee, ich wollte es nicht gleich einsammeln. Sorry. Ja, lösen wir sie hier aus, ist ja egal. Es fühlt sich komisch an, ohne Trinket hier drüber zu laufen, aber ich hab's ja, ne? Ich hab das ja bekommen, also das passt schon. Das passt schon. So, was haben wir hier? The World. Und was haben wir hier? Ach ja. Natürlich Devil. So, wir haben immer noch nicht den Itemraum gefunden. Was einerseits cool ist, weil wir kriegen noch ein Item. Aber andererseits halt auch bedeutet, ich muss noch mehr durch die Ebene hier laufen. Und so langsam bin ich der Meinung, wir haben... Oh boy, was ist das für ein Raum? Oh je, wenn ich langsam bin, ist das Kacke. Okay. Da ist der Itemraum. Die Frage ist, jetzt gibt es hier noch einen Curse Room. Okay, was macht das Ding? Was macht das Ding, was ich da aktuell mir holen kann? Was bist du? Das muss ich jetzt wieder übers Aussehen finden, weil ich es leider absolut nicht weiß, wie das heißen könnte. Es ist auf jeden Fall kein altes Ei. Ah, da. Es ist ein Afterbirth-Item. Ach, der Kidney Stone. Randomly while firing tears, Isaac will stop firing and turn red, where he will charge and release a lot of tears in one go. Ah, das war das Ding. Ah ja, eigentlich dürfte es nicht so verkehrt sein für meine Geschichte hier, oder? Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Die Aufladung kommt ja automatisch, die kommt ja nicht über Dings, ne? Also ich kann mir wirklich Schlimmeres vorstellen. So. Ne, ich schieße irgendwann mal nicht mehr. Nö, im Moment ändert sich gar nichts. Ist es nur, wenn ich gedrückt halte? Ah, das ist nur, wenn ich gedrückt halte. Ne, aber seht ihr, das ist cool. Das ändert überhaupt nichts. Das macht nichts schlimm. Das macht nichts Schlimmes. Okay. Also so wie ich bisher kämpfe, praktisch ändert sich nichts. Und wenn ich dann mal wieder allein sein sollte, dann ist es gut, weil dann kommt dieser Effekt einfach manchmal. Shit. Das ist voll okay. Oh, ich muss immer mal... Oh!
Ich muss immer auf ein halbes Herz gehen von der Erstellung her, sonst regeneriere ich gar nicht mehr. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Da habt ihr doch irgendwann mal gesagt, da gibt es dann immer so möglich. Ach so, nee, das ist jetzt hier normaler Raum. Ich versuche mal so zu sprengen, dass der gesprengt wird und der unten drunter auch. Ja, perfekt. Ein Guppy-Item. Kein krasses, aber ist okay. So, und hier müsst ihr jetzt drüber laufen können. Du kannst bleiben, wo du bist. Dann haben wir jetzt keine Bomben mehr, aber das ist okay. Na gut. Für das, was wir bekommen haben, war es nicht okay. So. Wir haben immer noch keinen Curse-Room gefunden, aber der kann. Kann er da oben noch angrenzen? Nee. Ja, also solange der Raum jetzt hier mir keine Nachteile bringt, ist okay, dass ich reingegangen bin. Ja, das ist okay, passt. Kann man mitarbeiten. Dann haben wir da drüben noch einen Raum. Dann führt der wahrscheinlich in den Curse-Room. Wenn es überhaupt einen gibt. Ja. Oh, das ist so ein Raum. Das Gute ist, dass wir über Stacheln laufen können. Wir müssen jetzt nicht Schieberätsel spielen. Das ist sehr gut. Okay. Hier haben wir nochmal ein schöner Bonusraum. Das Stars brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Vision. Da wir aber eh Devil mitnehmen wollen, wo ist mein Devil? Da. Sage ich an der Stelle Tschüss. Also Devil will ich auf jeden Fall beim, nicht hier beim Boss einsetzen, sondern dann halt, wisst ihr schon wo. Okay. Denke, wir haben getan, was wir konnten. Jetzt bleibt nur noch Marm. Na gut, drei. Ja, aber wenn blaue Herzen rauskommen, nützt mir das auch nichts. Die Frage ist, welches Trinket nehmen wir mit? Ich habe es für 15 Münzen gekauft, aber die Möglichkeit, dass ich über Münzen Herzen generieren kann, blaue Herzen, klingt attraktiver am Ende. Sorry. Jetzt ist für mich die Frage, ja, scheiße. Ach, lol! Der macht, während er das ausführt. Während er das ausführt, lädt der weiter auf. Das hört dann nicht mehr auf, oder was? Das habe ich gar nicht gerafft. Oh, der zieht dann automatisch ab. Ja, okay. Da muss ich dann doch ein bisschen aufpassen. Da muss ich dann doch ein bisschen aufpassen, weil das dann automatisch Herzen abzieht. Okay. Da achten wir drauf. Lul. Ja, jetzt kommt die schwierige Mom, aber ich hoffe, es wird funktionieren. Die Frage, will ich das Blag fürs Herz lieber? Ich glaube, ich will das Blag fürs Herz lieber dann einsetzen. Wir werden sehen, was passiert. Moin! Oh, wir machen aber gut Schaden. Aua. Ja, das hat sich dann jetzt auch erledigt mit dem guten Schaden. Die ganzen Viecher weg sind. Dann setzen wir jetzt doch mal den ein. So, da ist mein Engelraum. Sehr schön. Oh, und wir kriegen sogar eine neue Aufladung. Praktisch. Ich werde mir Damage Up natürlich mitnehmen. Weil, warum nicht? Dann gehen wir vorsichtig in den Engelraum. Und auch ganz vorsichtig wieder raus. Oh. Da ist eigentlich der Ring das Beste, was wir hier zur Verfügung bekommen. Da müsste der Ring das Beste sein. Lasst mich mal kurz nachschauen und überlegen von der Theorie her, was schlau ist. Duality bedeutet, wenn ein Satanraum kommt, kommt auch ein Engelraum.
ist okay, aber wir haben nur noch eine Möglichkeit, wo sowas überhaupt passieren kann. Also würde ich sagen, nein. Grundsätzlich, wenn es jetzt am Anfang des Runs wäre, coole Geschichte. Aber so würde ich sagen, nein. Der Circle of Protection klingt mir dann schon sinnvoller. Ne? Der Circle of Protection klingt dann am sinnvollsten von allen denen, die wir hier haben. Und das andere Ding, das generiert diese Flammen um mich rum, aber das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir nehmen den Circle. So, jetzt vorsichtig rauslaufen. Ganz vorsichtig. Nicht, dass man da reinläuft. Das wär dumm. Okay. Gut, wir haben nochmal aufgeladen. Ich würde mal ein paar Viecher erstellen. Nicht zu viele. Ich muss vor allem aufpassen. Ja! Ich kann es dann auch nicht mehr stoppen. Also das nimmt mir dann automatisch Herzen weg. Ja, okay. Muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich das zu oft mache und zu schnell mache. Okay. Also einerseits Fluch und andererseits Segen zugleich. Das ist so ein bisschen, ja. Ist okay. Kann man mitarbeiten. Und das Coole ist jetzt, dass der Circle schon einige Sachen dann reflektiert. Wie man sieht. Ach Mensch, ich sehe halt. Oh, ich sehe einfach nicht, wo ich hinschieße. Konnte irgendwie nicht mehr schießen. War das auch wieder der? Ich glaube, das war wieder dieser Kidney Stone. Stimmt, wenn ich rot bin. Ja. Wenn ich rot bin, dann muss ich sozusagen aufladen. Irgendwie so war das. Okay. Wichtig ist, wir haben den Wafer-Effekt. Ach so. Wichtig ist, wir haben den Wafer-Effekt. Und das bedeutet dann auch für uns nochmal, dass das alles sehr praktisch ist. So. Korps. Okay, wir gehen, haben direkt. Okay, keinen Teleport zum Bossraum. Schade, aber in den Geheimraum. Tier ist ab. Sehr schön. Und gleich die Möglichkeit, den Engelraum zu erhöhen, die Chance dafür. Gut. Ich weiß gar nicht, ob meine Viecher. Hä, was hat mich getroffen? Ah, der denn da wahrscheinlich, ne? Oh, Bücherei! Eine gute Chance, Bücherwurm zu werden. Wir werden Bücherwurm. Das ist schon mal wichtig. So. Jetzt frage ich mich nur, will ich lieber das hier mitnehmen? Wie lange hält das Ding? 8 Sekunden oder so, ne? Das Book of Shadows hält, glaube ich, so 8 Sekunden. 10 Sekunden. Ich glaube, das will ich lieber mitnehmen. Ich glaube, das ist mir lieber. So, als wäre es nur gut. Oh shit, der macht hier ganz viel Quatsch. Aber, ich dachte, der ist kaputt. Der war aber nicht kaputt, meine Viecher waren kaputt. So rum. Ja, genau das, was wir wollen. Sehr schön, vielen Dank. Okay, ich muss ein paar Viecher stellen. Nein, da, oh, dann.
Oh, das Ding ist, wenn ich jetzt eins erstellen will, dann zieht's mir gleich, dann wird mir gleich dieses. Ah, ich verstehe. Okay. Okay, dann kommt automatisch dieser Effekt von dem Kidney Stone mit rein. Ne? Ich kann gar nicht. Ja. Ich kann es dann aber auch nicht stoppen. Also dann erstelle ich praktisch so zwei oder drei halt gleich. Ja, okay. Dann sollte ich das allerdings in einem Raum eher machen, wo Gegner drin sind. Dann hat man auch gleich was von den Schüssen. Lull. Ich habe es jetzt jedes Mal gemacht, wenn ich nichts davon hatte. Was halt dumm ist. Ah, schade. Nichts Nützliches. Aber besser als Scheiße. So, dann wollen wir eigentlich tatsächlich recht schnell zum Boss kommen, würde ich sagen. Ah ja, was ich mich gefragt habe, war, ob die Dinger vom Gift auch betroffen sind. Knubbel. Ob die da Schaden nehmen oder nicht. Ich glaube nicht, weil die nehmen ja auch von so Stacheln keinen Schaden und so. Ihhh. Oh, wir laufen hier zurück gerade übrigens. Das ist vielleicht nicht der richtige Weg dann. Dann würde ich doch mal da bei dem Geheimraum rechts runtergehen. Das wird dann wahrscheinlich eher zum Boss führen. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Hörst du auf, mich zu treffen? Ja, das Gute ist, dass wir Dings haben. Weißt du schon? Na, sag schnell. Regeneration. So, da ist mein Bossraum. Wollte ich noch irgendwas machen? Nee. Boss und ab. Ich glaube schon, dass wir da zum Endeffekt scheiße. Dass wir das im Endeffekt mehr Schaden machen konnten, als wenn wir Dings gehabt hätten. Oh, da ist mein Speed-Up. Da ist mein ganz dringend benötigtes Speed-Up. So, jetzt gucken wir mal, was der Satanraum für mich hat. Das Book of Belial. Aber ich würde jetzt hier kein Herz dafür hergeben wollen, ehrlich gesagt. Hätte ich jetzt natürlich noch das Book of Shadows als Auslösung. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich es nicht aufladen kann. Dann könnten wir den Devil Bagger nutzen. So ist mir das hier alles zu risky. Okay, wir brauchen ein paar rote Herzen. Ich meine, ich kann die Viecher, die ich erstellt habe, kann ich auch zurückrufen. Ah, das ist jetzt das Ding. Ich kann im Moment nicht schießen. Ich muss jetzt sozusagen. Ah, okay. Das mit dem Kidney Stone war nicht die beste Idee. Ich muss jetzt sozusagen Viecher erstellen. Aber in dem Fall kann ich sie auch wieder zurückholen. Aber ich muss jetzt. Ich kann nicht schießen sonst. Ich kann erst dann schießen, wenn sozusagen das passiert ist. Und dann lädt er aber automatisch auf. Okay. Das ist nicht so optimal. Muss ich gestehen. Oh, ist der. Okay. Ist der Satanraum noch offen? Kriegen wir den nochmal auf irgendwie? Wenn wir den nochmal aufkriegen würden, wenn er nochmal auftauchen könnte, würde, wollen, täte. War hier noch was? Nee. Ich will jetzt aber eigentlich auch nicht. Will ich die anderen Räume noch durchlaufen? Ich meine, ich suche ja rote Herzen, aber ist es klug, jetzt noch rumzulaufen oder ist es klug, eher abzuhauen? Wir haben ja noch eine ganze Ebene vor uns.
Ich würde lieber die Ebene wählen. Aber okay, der Kidney Stone war nicht die beste Idee. Muss ich gestehen. Der Kidney Stone war leider nicht die beste Idee. Na gut, wir gucken, was passiert. Was ist das für ein Portal? Ist es rot? Führt mich das zum Boss? Oh, der Kidney Stone ist wieder aktiv. Ah, ich muss aber nicht voll aufladen. Ich muss nur so ein bisschen. Das müssen wir jetzt mal testen. So, im Moment kann ich schießen. Alles cool. Wann passiert das? Einfach irgendwie random, ne? Jetzt kann ich nicht mehr schießen. Ja, es passiert einfach random. Und wenn ich jetzt ein bisschen... Das reicht nicht. Ah, okay, ich muss nur rot werden und dann... Okay, I see. Und dann macht er das. Okay, in dem Fall hat er jetzt... Wie viel hat er jetzt erstellt durch diese Situation? 2. Das ist okay. Damit kann man arbeiten. Aber ich glaube, das ist rot, ne? Das ist nicht das blaue Portal. Oder das ist das blaue Portal. Weiß nicht, ob ich jetzt schon zum Boss will. Aber rot wäre doch... Würde rot nicht anders aussehen? Welche Farbe hat das? Falls wir beim Boss landen, scheiß drauf. Okay, wir landen nicht beim Boss. Aber wir wollen eh ein paar Viecher draußen haben, das ist schon in Ordnung. So, gut, es hat eh nicht zum Boss geführt, dann können wir jetzt normal spielen. Lul. Ich hasse diese Dinger, deswegen habe ich jetzt mal den Schild hier eingesetzt. Weil der halt nicht aufgeht. Der geht aber auch jetzt so nicht auf. Jetzt geht er auf. Ja, jetzt war zu spät, du blödes Mistding. Was ich hier nicht mag an dem Raum. Ist, dass man gar nicht sieht, ob irgendwo ein Boden, also wo Boden ist und wo nicht. Oder wie viel hältst du noch aus? Oh mein Gott. Danke. Okay. Also ich muss immer aufpassen, wenn ich nicht mehr schießen kann, dann liegt es nicht an meiner Steuerung, sondern dann ist das Ding wieder passiert. Da muss ich einfach ein bisschen drauf achten. Deswegen kam ich vorhin auch nicht aus dem Viech, aus dem seinen Fängen raus. Ja, ich habe schon verstanden. Das war, da war ich auch kurz nämlich gefangen in den Dingern. So, jetzt habe ich wieder den Schild. Ich muss aber aufpassen, dass ich den Schild bis zum Boss habe. Also ich will den nicht... Ich will den nur in Notfallsituationen einsetzen. Das ist zum Beispiel keine Notfallsituation. Strange ist cool, aber nichts fürs Mitnehmen leider. Hier geht's nicht weiter. Geht kaputt? Achso, hier geht nicht. Ich hab schon wieder die Situation. Das ist, was ich meinte, ne? So, aber jetzt kann ich ja schön direkt wieder über das Sumptorium alle zurückpfeifen. Ohne Gefahr. Aber die zwei können wir auch draußen lassen. Die zwei können wir auch draußen lassen, das ist okay. Ich wüsste jetzt nicht, warum man hier hinlaufen sollen wollen würde, aber ich könnte halt hinlaufen. Aber ich meine, da ist kein Schalter. So, wenn da ein Schalter wäre, der dann diese Kisten öffnet, okay. Da ist... Ich
Ich meine, da musste sowas sein, aber ich habe nichts. Ich sehe auch jetzt nicht, dass da ein Schalter ist. Hä? Das ist ja sehr lol, okay. Ihh, hässlicher Raum. Ja, komm, hässlicher Raum. Mach dich weg. Ah, ich hab wieder einen Stein im Kopf. Okay. Hier geht's weiter. Gut. Habe ich schon wieder einen Stein im Kopf? Im Mund? Im Kopf. Ich bin auch so ein Kopfstein. Okay, zum Torium, weil wir haben ganz schön wenig rote Herzen gerade. Ich will mehr rote Herzen. Eigentlich laufe ich ja gerade rum. Ne, ich laufe nicht rum. Ich laufe rum, weil ich den Boss suche. Stimmt. Okay. Nein, ich habe schon wieder den Stein. Er kommt gerade ganz schön oft. Aber solange ich halt nichts verliere, ist es ja alles okay. Solange ich dabei nicht irgendwelche Sachen verliere, ist ja alles in bester Ordnung. Dann habe ich auch gar nichts gegen den Stein. Ich würde nur gerne den Boss jetzt finden, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Das war mein erster Treffer. Bitte nicht jetzt treffen lassen. Wobei, es wäre nicht so schlimm, weil blaue Herzen, die wir verlieren würden, liegen ja rum. Also im Moment würden wir bei Treffern ja nur blaue Herzen verlieren. Das ist ja das Gute. Okay. Nochmal ein dummer Raum zum Schluss. Aber alles gut. Hätten deutlich schlimmere Räume erwischen können. Jetzt wäre es nur echt schön, wenn wir uns noch besser aufladen könnten. Aber ich schätze, wir werden uns nicht besser aufladen können. Was ärgerlich ist, ich hätte nämlich gerne mehr Viecher, mit denen ich gegen Mother dann antrete. Wieder zu viele Möglichkeiten für den Geheimraum, leider. Shit. Will ich so, wie ich jetzt bin, hin oder will ich noch Herzen suchen? Das ist die große Frage. Was liegt da eigentlich noch für eine Karte? Warte, was liegt da eigentlich noch rum? Oh. Hä? Wieso habe ich die Karte liegen lassen? Was ist das? Ach, das war Strange. Ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine coole Idee ist, da noch Räume abzulaufen. Am Ende verliere ich mehr, als ich möchte. Okay, der Raum ist in Ordnung. Nice. Ach, wir regenerieren ja. Oh, stimmt. Ich könnte eigentlich jetzt. Oh. Ich könnte eigentlich jetzt auf Zeit einfach rumlaufen und warten und Viecher generieren. Ah, das ist ja auch wieder blöd. Ist halt nicht so Let's Play-freundlich, die Idee.
Noch eine Bombe, sehr schön. Mehr Bomben. Sehr gut. Dann werden wir jetzt erstmal versuchen. Oh, ich habe den Typ gar nicht gesprengt. Warum? Okay. Den anderen Geheimraum noch zu finden. Mein letzter Versuch war hier an der Seite. Das heißt, hier könnte ich noch unten sprengen. Ah, na endlich. Komm, sei was Gutes. Das ist noch mal was sehr Schönes. Okay. Aber dann werde ich jetzt vorher kein Viech generieren, weil ja, ne? So, dann sprengen wir den Kollegen. Dann haben wir jetzt geheimraumtechnisch auch alles gesehen. Ich meine, wir sind fast voll. Also wenn jetzt die Container nicht wären, könnte ich sie ja mit blauen Herzen füllen. Wir sind eigentlich fast voll. Ich denke, besser wird's nicht. Also wir sollten jetzt einfach so hingehen und das Beste draus machen. Ich habe halt ein bisschen Bedenken. Obviously. Puh. So. Okay, die erste Phase ist gleich down. Sehr gut, dass wir die Anzeige haben. Die macht es sehr viel angenehmer. Mann, dass ich das nicht so hinkriege. Ja, jetzt schieße ich die ganze Zeit und will nicht schießen. Das ist ja auch blöd. Er macht es ruhig eine ganze Weile, das ist okay. Ciao. Puh. Mit der Anzeige ist es doch sehr angenehm gewesen, muss ich sagen. Mit der Anzeige ist es doch sehr angenehm gewesen. Weil man da so ein bisschen das Gefühl hat, wann es zu Ende ist. Da ist man nicht ganz so aufgeregt dann. Puh. Okay. Okay. Okay, der One war in zwei Parts, aber erfolgreich. Und damit sind wir durch. Wir sind mit Tainted Eve durch. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal hinkriegen? Ach nee, wir sind nicht durch mit Tainted Eve. Ich habe Delirium noch nicht.
Aber das ist jetzt was, was ich jetzt nicht in. Oder sollen wir Delirium noch. Aber Delirium ist halt so ein Ding. Delirium ist halt so ein Ding, so es kann auftauchen oder es kann nicht auftauchen. Und dann spielt man den kompletten One und kommt nicht zu Delirium. Das ist dann blöd. Ah, ich glaube, wenn man über Hasch geht, kommt man immer zu Delirium, richtig? Ich glaube ja. Aber man müsste halt wirklich gezielt mit. Ich guck mal, was es für Delirium gibt mit Tainted Eve und wenn das was Großartiges ist, werden wir es, glaube ich, noch machen. Ansonsten lassen wir es erstmal aus. Danke aber an der Stelle fürs Zuschauen und tschüss.